Bitboards sind eine faszinierende Möglichkeit, um bei Spielen wie Tic-Tac-Toe rasend schnell zu ermitteln, ob drei Spielsteine in Reihe sind. Schauen wir uns so ein Tic-Tac-Toe-Spielfeld an. Wir haben die Felder, die wir mal durchnummerieren mit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und die Möglichkeiten, drei in Reihe zu haben, das erstmal waagerecht, wären, ich schreibe die jetzt hier oben hin, 0, 1 und 2. Dann die nächste Möglichkeit, drei in Reihe zu haben, sind 3, 4 und 5. Dann natürlich 6, 7 und 8. Wenn wir uns anschauen, was jetzt senkrecht möglich ist, also in diese Richtung runter, haben wir die 0, die 3 und die 6, die 1, die 4 und die 7, die 2, die 5 und die 8. Und jetzt zuletzt noch die Möglichkeiten diagonal, also in die Richtung, beziehungsweise in die Richtung, wären das die 0, die 4 und die 8 und die 2 und die 4 und die 6. Beachten Sie also die Kombination, die ich hier hinschreibe, sind all die Positionen, wo immer drei ein Paket bilden. Hier, hier und so weiter. Das sind alles unsere Dreierpakete, die wir betrachten. Für all die Möglichkeiten. Also hier war es senkrecht, waagerecht, Entschuldigung, waagerecht, senkrecht, die drei Möglichkeiten und diagonal. Nehmen wir jetzt mal eine konkrete Spielsituation, die sich ergeben könnte. X zieht an, dann der Gegner. Dann wieder X. Nehmen wir mal an, Kringel ist ein bisschen uneinsichtig gerade. X zieht jetzt zuletzt hierhin und Kringel sieht jetzt auf einmal, dass er verlieren könnte, zieht hierhin und X da. An dieser Stelle sind drei in Reihe gekommen. Und jetzt fragen wir uns, betrachten wir mal nur die X-Spielsteine, nicht die Kringelspielsteine. Und wir fragen uns, wie können wir ermitteln bei jedem Spielzug, ob drei in Reihe sind? Also hier müsste auch drei in Reihe zu ermitteln sein. Was wir jetzt machen, wir gehen die einzelnen Felder durch, von links oben nach rechts unten. Und an den Stellen, wo sich ein X befindet, tragen wir gemäß unserem Codierungsschieber, also überall, wo eine 0 ist, wo hier X eingetragen ist, da tragen wir eine 1 ein für die Information. An dieser Stelle befindet sich ein X überall, wo jetzt eine 0 hier steht. An diesen drei Möglichkeiten. Das nächste X ist an der 1. Also überall, wo hier eine 1 ist, tragen wir auch eine 1 ein für diesen Spielstein, die X. Die Kringel ignorieren wir, da tragen wir nichts ein. An der Position 3 befindet sich auch wieder ein X. Da. Ich hoffe, ich übersehe gerade nichts. Und noch an der Position 6. Wir gehen wieder von links nach rechts durch und tragen überall, wo möglich ist, eine 1 ein. Die restlichen Felder füllen wir alle mit einer 0 auf. Und was wir jetzt versuchen zu ermitteln, ist, überall dort, wo ein solches Dreierpaket drei Einsen in Reihe hat. Dort haben wir die Bedingung gefunden, dass X gewonnen hat. Hier ist das der Fall. In diesem Paketchen hier findet das statt, dass wir drei Dreien nebeneinander haben. Ein Computer tut sich sehr schwer damit, Einsen nebeneinander zu haben. Was wir aber machen können, sind sozusagen Einsen untereinander zu setzen. Und dafür folgender kleiner Trick. Das versuche ich jetzt mal hier umzusetzen. Wir nehmen dieses sogenannte Bitmuster aus Einsen und Nullen und verschieben es jetzt um eine Stelle nach rechts. Also ungefähr hierhin. Und dann machen wir das nochmal um eine Stelle nach rechts. Also hierhin. Was dieser kleine Trick uns gebracht hat,
Die Spielpositionen, die eben noch nebeneinander zu untersuchen waren, stehen jetzt auf einmal untereinander. Sehen Sie das? Diese 0, 1, 0 zum Beispiel hier stehen jetzt untereinander. Genauso auch hier die 3, dieser Dreierblock durch den Verschieben, stehen diese Informationen, die eben noch so zu sehen waren, plötzlich untereinander. Das hier auch steht jetzt untereinander. Hier an der Stelle auch, da sind unsere drei Einsen. Hier ist das 100, hier ist ein Nullermuster und so weiter. Und dann haben wir die relevanten Stellen uns angeschaut. Und für den Computer ist diese Art der Verknüpfung, die wir jetzt vornehmen müssen, ein Untereinander. Diese verschobenen Bitmuster können wir über die Operation und miteinander verbinden. Wir schreiben zum Beispiel dieses und hin. Also, nehmen wir das mal gerade. Das hier ist X, das ist das Bitmuster. Und das hier ist X verschoben um 1 nach rechts. Und das ist wieder um 1 nach rechts verschoben. Das heißt insgesamt um 2 Stellen. Und die werden jedes Mal geundet. Das ist die Operation. Dann bekommen wir die Ergebnisse raus an diesen Stellen. Das und hier ergibt eine 0, das hier eine 0, das hier eine 0, das wird eine 1 ergeben. An all den Stellen, wo durchgehende 1 ist, bekommen wir eine 1 wieder zurück. Die anderen Stellen ergeben alle 0. Diese Stellen hier, die ergeben auch bestimmte Werte, die interessieren uns aber nicht. Die sind durch das Verschieben entstanden und sind für unsere Betrachtung alle irrelevant. Das heißt, um herauszufinden, welche Stellen für uns relevant sind, nehmen wir noch so ein sogenanntes Filtermuster dazu. Da sagen wir einfach immer hier 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1 und so weiter. Wir wollen nur an diesen Stellen die Informationen herausfiltern. Das ist also wieder eine UND-Operation, die wir hier durchführen, mit einem Filtermuster. Damit wird dann tatsächlich dafür gesorgt, dass wir nur die Stellen an den Informationen berücksichtigen, die wirklich eine relevant sind für diese übereinanderliegenden Einsen. Also genau diese Stelle, da kommt immer das hier alles raus. In dem Fall sind die einen Nullen da nicht relevant. Das ist das Ergebnismuster, was dabei rauskommt. Und wenn diese Zahl, dieses Bitmuster jetzt verschieden von 0 ist, ungleich 0, dann wissen wir, wir haben 3 in Reihe gefunden, entweder waagerecht, senkrecht oder diagonal. Die Operationen sind also sehr einfach. Wir kodieren unser Spielfeld in eine Bitmuster dieser Form, wo immer 3 in Reihe als Dreierpakete kodiert sind. Dann nehmen wir nur die X's, setzen an die entsprechenden Positionen überall die 1, wo ein X da ist, durch zweimal schieben, einmal schieben, zweimal schieben, verknüpfen mit UND, dann noch mit dem Filter, bekommen wir eine Ergebniszahl raus, ein Bitmuster, das, wenn es verschieden ist von 0, also irgendwo muss hier eine 1 sein, dann wissen wir, es sind 3 in Reihe. Eine gleichartige Kodierung machen wir natürlich dann auch für die Kringel, legen dasselbe nochmal an und können damit immer überprüfen, ob die Kringel 3 in Reihe sind. Hier eine Implementierung von Bitboards in TypeScript für Tic-Tac-Toe. Wir haben ein Interface, Board, mit den 3 Methoden. Wir machen einen Zug, wir können auch wieder einen Zug rückgängig machen und wir überprüfen, ob das hier ist unser entscheidendes Ding. Ob 3 in Reihe sind, is, when, das gibt dann Boolean true oder false zurück. Das Bitboard, die Klasse Bitboard, implementiert dieses Interface. Und hier sehen Sie unsere Bit-Patterns, die sehen interessant aus. Das ist ein JavaScript, die Schreibweise für die Binärdarstellung einer Zahl, eines Integers. Wir sagen also, Bit-Pattern ist eine Reihe von Zahlen. Im Hintergrund muss man wissen, das sind Integers. Und zwar genau 9 Stück.
Und hier ist für jede Position, wir haben eben links oben in der Ecke angefangen, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ist jedes Mal gesagt, welche Bits sind zu setzen, wenn ich einen Spielstein links oben in der Ecke stehen habe, also an der Position 0. Erinnern sich, da sind wir eben durchgegangen und haben gesagt, wo müssen wir jetzt überall eine 1 setzen? Hier ist das schon vorbereitet für die Position 0, für die Position 1, 2, 3 und so weiter. Weiter unten sehen Sie den Bitfilter. Das ist dieses Muster, was sagt, nach dem Schieben interessiert uns nur die erste 1 und dann jede weitere dritte 1. Da filtern wir aus, weil die Zwischenergebnisse des Schiebens sind für uns nicht interessant. Dann haben wir zwei Bitboards, wieder zwei Zahlen. Die sind initialisiert, beide auf 0. Die einen für die Nords, die Kringel, und die anderen für die Crosses, die Kreuze. Also in einem eindimensionalen Feld an der Position 0 und 1. Wir haben einen Zähler, der zählt die Anzahl der Züge durch, und eine Historie, also ein Speicher, welche Züge wurden alle gemacht in der Vergangenheit. Diese Historie ist im Augenblick nur weniger wichtig für die Bitboards, aber es ist ein kleines Feature, um Züge rückgängig machen zu können. Ob eine Partei gewonnen hat, ist Win, überprüfen wir erst dann, wenn mindestens 5 Züge gemacht wurden. Vorher kann es gar nicht sein, dass 3 in der Reihe sind. Also, wenn weniger als 5 Züge gemacht sind, können wir sofort entscheiden, false, keine Partei hat gewonnen. Ansonsten holen wir uns das entsprechende Bitboard raus. Also wir nehmen den Counter, unten den mit 1. Das ist nichts anderes als die Aussage, für Counter ist der ungerade, dann bekommen wir die 1, ist Counter gerade gerade, bekommen wir die 0 und entsprechend holen wir uns den Index raus. Also entweder holen wir das Bitboard für die Nords oder für die Crosses, und hier sehen Sie genau das, was wir uns eben veranschaulicht haben. Hier ist das Bitboard, hier ist es einmal um eine Stelle nach rechts geschoben, hier um zwei Stellen nach rechts geschoben, wir unten das. Und am Schluss unten wir das noch mit dem Bitboard, Bitfilter, statische Variable oben. Und hier habe ich mich entschieden, größer 0 zu testen statt verschieden von 0. Das liefert mir dann das Ergebnis sofort. 3 sind in Reihe. Wenn wir einen Zug machen wollen, dann geben wir die Position ein des Zuges, also 0 bis 8. Und wir wechseln gerade erst, also wir zählen den Counter hoch und machen dann die Feststellung, wer ist am Zug, 0 oder 1. Das haben wir schon eben gesehen, hier oben an der Stelle, immer mit 1 geundet. Also wir kriegen damit mit, wenn der Counter gerade ist, dann ist es eine 0, ansonsten ist es eine 1. Also beim ersten Zug, der gemacht werden, wird Counter hochgezählt auf 1. Dann sind die Xs dran und dann ergibt das hier auch eine 1. Das holen wir uns, dieses Bitboard, und pushen das in die Historie, um uns zu merken, um später den Zug rückgängig machen zu können. Und entscheidend ist hier, dass wir uns das Bitmuster für diesen Zug holen, oben aus der Liste, und mit der Operation oder das aktuell neue Bitboard damit beschreiben. Also wir nehmen die aktuelle Bitboard-Geschichte, oder das mit dem Muster, und das ist unsere neue Bitboard-Repräsentation. Also immer wenn ein X dazukommt, wird das X-Bitboard, also das Bitboard für die Xs, aktualisiert. Ansonsten werden die Bitboards für die Nulls, für die Kringel aktualisiert. Und das passiert in MakeMove. In AndoMove gehen wir einfach hin, nehmen aus der Historie das letzte Bitboard für die entsprechende Position, machen den Counter, zählen wir jetzt nicht mehr rauf, sondern runter, stellen wieder fest, welches der Bitboards ist es, und setzen das zurück. Der Code ist unglaublich kompakt, rasend schnell, und an der Stelle wird in meinen Augen Informatik so richtig spannend und interessant. Ich hoffe, Ihnen hat das gefallen, sich auch mit solchen Dingen zu befassen in der Programmierung.